Also jetzt, also wird Tier 2 Runde jetzt hier, oder was? Mit dem Panzer 2, mit dem Leitwig, whatever. Und was? Panzer 35 Tonnen, na gut. Ah, oh, fail! Ha, ich lern's nicht mehr, jetzt hab ich's. Das ist aber auch schwierig, ey. Nee, du bist einfach eine Flasche. Oh. Voll schlimm. Aber jetzt mal gucken. Also ich habe den Leitwig noch Ja, nie Flasche. gespielt. Und das ist ein Goldpanzer, glaube ich. Und wir sind am Ende der Nahrungskette. Das ist doch nicht so schlimm. Aber wir haben einen TK-Panzer und einen Valentiner. TK? Der ganz Ja, unten. T1. K ist 1 oder was? Keine Ahnung. Ne, ist ein 2. Hätte ich doch die schwere Artillerie Ach nehmen können. so, TK, ja, so, ja. Ich verstehe. Ja, So. Ich glaube, Valentine. wir müssen die gegnerische Basis einnehmen. Wir zwei, oder? Nein, müssen wir nicht. Wir müssen unsere eigene Basis verteidigen. Wir zwei sind die drei von der Tankstelle. Ja. Super, Ingo. Nee, du tankst Diesel. Oh. Kennen doch die meisten schon nicht mehr die Werbung. Es ist zu alt. Obwohl der Dan ist auch zu alt. Der muss das eigentlich kennen. Ja, ich kenne Super Ingo noch. Siehst du? Das war Aral, kann das sein? Nee, der. Boah, die gibt's auch schon ewig nicht mehr. Der, genau, die gibt's nicht mehr. Es gibt viel so alte Werbung, die es nicht mehr gibt. Gibt's eigentlich noch Archip? Pff, keine Ahnung. Ah, ich glaube ja. So ein paar alte Läden, wenn die noch haben. Ein paar alte Tankstellen. Aber es gibt ja auch so Sachen wie früher gab's doch immer. Wo ist der Deinhard? Kennt ihr Nee, das das gibt's noch? immer noch. Ja, klar. Aber das ist total in der Bedeutungslosigkeit versunken. Also früher gab's die Werbung war ja überall. Immer mit dieser. Die haben irgendwie so rumgetrommelt oder so. So eine Frau hat irgendwie mit Champagner da mit Sekt da rumgetrommelt und wo ist der Deinhard? Und Oh, ich hab mich erwischt. ich bin die Bitch vom Dienst und im Endeffekt hat es nichts gebracht. War das nicht Schnaps? Nee. Blanger! Das war doch auch genau, Blanger wäre auch so eine Werbung. Eine Frau auf Toast. Kaviar und Blanger oder so ein Dreck. Ja, und dazu ein Blanger! Ja. Boah. Wow, hier. Das Der Tick. Der Tick. Gerätle, was ich hier fahre, das geht ab wie die Drecksau. Du bist gleich kaputt. Ja, aber ich meine so. Nee, ich meine jetzt von der Schussfrequenz. Also das Härteste, was ich bis jetzt hier gesehen habe. Soll ich mal auf die schießen? Das mache ich gerne. Ja, das ist. Oh Mann. Was hast du jetzt mitgemacht? Nix. Nee, gell? Sag nicht immer Neger zu mir. Nee, gell? Ach so. Aber was hast du jetzt wieder gemacht? Keine Ahnung. Du hast Wo was fahren wir gemacht. eigentlich hin? Ja, ich fahre hier diesem Panzer hinterher. Ja, und wir fahren dir hinterher. Ja, Und es ich geht fahr Burger hinterher. schön blöd. Ja, Wir das haben ist. gleich verloren. Ja. Aber warum? Weil wir eigentlich die Basis verteidigen müssen. Oh, fail. Oder wie der Schulz sagen würde, oh Stuhl. Was Stuhl? Und Blanchet. Oh. Ja, also manchmal ist man einfach dümmer als der Polizei erlaubt. Räumen das Feld jetzt von hinten auf. Oh, der hat ein leichtes WC. Boah, ich ramm die jetzt weg. Was? Jetzt brenne ich! Also ich kann noch nicht mal eine Artillerie rammen. Ich bin dagegen geknallt und habe angefangen zu brennen. This Dan is on fire. Ja, ohne Witz, das war saugut gut jetzt. Wo fahrt ihr denn lang? Keine Ahnung. Ihr seid natürlich auch total vom Wahnsinn umzingelt gerade, oder? Wir sind der Wahnsinn. Ja, gut. Oh, wir haben noch 6 Minuten.
Weil bis dahin die Basis noch nicht eingenommen ist. Wir machen die ja noch nicht mal. Die suchen uns noch. Also wir haben nur noch 3 Panzer. Wir haben quasi das Doppelte plus 1. 8. Also Phil, was macht der Schönes? Ja. Phil hat auch mehr Hitpoints als der Narrator. Los, Philipp, Partner an und los. Musst du overheaten, overheaten. Der Afterburner. Overheaten? Ja. Ist das die korrekte Termini? Wow, da ist gerade was eingeschlagen, Phil. Ey, der ist einfach nur scheiße gefahren. Das war nur eine Fehlzündung. Piff. Achso, ja. Das kann natürlich sein. Der Blaster von meinem Kopfgeldjäger hat eine Fehlzündung. Der macht immer nur Piff. Ey, Phil, was war das denn jetzt? Du bist gerade frontal in den Stein gefahren. Ernsthaft? Oh, was geht beim Burger ab? Wo ist er denn? Das sind überall nur die behinderten anderen. Ach, hier ist Burger. Ey, Phil, spielst du eigentlich noch Knights of the Old Republic? Ja. Kaum. Kaum, ne? Ich schon. Aber du hast es. Wow, wow. Phil, unterstützt mal den Burger. Oder hast du auch gerade Gegner? Ich hab hier auch einen. Na, stell dich doch hinter das Wrack. Oh, Grinstopf, ey. Das meinst du als Schwab? Ja, der Philipp kommt jetzt auch. Viel zu spät. Du kämpfst hier voll hart gegen den T8-2. Fahr einfach um den rum, der hat keinen Turm. Ja, jetzt hast ihn. Jetzt ist vorbei bei ihm. Heiß. Heißer Shit. Du bist auf Platz 1, weil du der Letzte bist, der lebt. Erfolg hat einen Namen. Alastor. Okay, pass auf. Der kommt jetzt auf dich zu. Das ist ein M2 Medium. Vom Blitzfritz. Oh. Oh, von hinten einer. Ja. Der typische Backrape-Attack. Obwohl ich das eher vom Blitzfritz erwartet hätte. Blitzfritz? Ja, schade. Blitzfritz. Mal gucken. Schaden. 47 Schaden hab ich noch gemacht. Meine RAM-Attacke war absolut unerfolgreich. So, Sturmpanzer 2 ist ein Viererpanzer. Ich hab Dreier. Es ist nur ein Panzer. Was machen wir mit dem hier? Was ist denn hier in der Forschung? Ach Quatsch, ich bin so dumm. Ach Mann, weißt du, manchmal, da könnte ich. Ey. Da beißen mich die Hunde manchmal. Oh, ich kenne die KV1 ja schon. Da muss ich hier mit dem noch ein bisschen was erfahren. Und dann kann ich die KV1 spielen. Dann werde ich das auch tun. Super. So, was macht der Zug? Es fehlt nur noch der Phil. Auf zum letzten Gefecht. Oder so. Bier auf. Zut an. Lässt du uns dran teilhaben oder machst du es für dich aus? Unter dir aus, quasi. Oh ja. Wir haben eine Grille. Ja, die Grille ist voll der Kack. Also der Sturmpanzer 2 ist schon scheiße, aber die Grille ist scheiße. Und wir haben einen Tock 2 Sternchen. Also die beste Artillerie ist sowieso, ne? Hier ist Bison. Bison ist noch viel, viel scheißerer. Also ich finde. Ich finde diese ganzen Anfangs-Artis sind alle Müll. Also das, egal welche Nation, kannst du alle über den Harz kicken. Oh. Wir sind wieder in Holland. Ja. Van der Kleiden. Ich bin der Sturmpanzwagen Biene. Biene. Ich bin eine Biene. Eine? Ja. Einer oder zwei Biene. Ich fahre jetzt in die City. Ich mache jetzt voll das City-Fight.
Big City. Ich hab den Hannover Panzer. Ja, und ich muss hier, ich will den KV-1 haben, deswegen habe ich ja hier die Russen so hochgezüchtet. Und mit dem KV-1 erfahre ich dann so viel Geld, dass ich euch alle nass mache. Koffer? Was ist da mit dem KV-1 mache ich so viel Geld? KV-1. Du kennst doch den KV-1. Den hat der Wesel doch gehabt. Kaviar? Der Kaviar-1, ja. Lachsbrötchen. So, ich fahr mal hier durch die Einfahrt. Pong. Okay. Ist gerade ein schwerer Panzer entlang cruised. Cruised? Ich konnte aber nicht wirken. Cruised. Bruce Daniel. Stadt ist scheiße für. Der ging nicht durch. Artillery. Boah, Phil, lass da mal richtig. Boah. Ich hab keine Kette mehr. Und Wirkungstreffer und alles. Weg. Okay, Phil. Du musst es reißen. Guck mal um die Ecke. Dann schießen sie auf dich. Oh, das wird schon mal ein Feuerwerk. Ah! Karafkalash! Na toll, Motor kaputt. Ja, passiert. Ja, jetzt bist du auch ganz kaputt. Oh, da steht ein leichter Panzer vor mir. Was soll das? Oh ja, der kommt jetzt rechts um die Ecke, genau. Aber da ist noch jemand, warte, da hilft dir jetzt noch gerade jemand. Da ist noch ein Jagdpanzer, der schießt auf den. Toll. Ja, jetzt kann ich erstmal wieder 20 Minuten lang nachladen. Genau, das ist genauso, wie wenn du auf jemanden nachtreten würdest, der am Boden liegt. Ja. Genau. Ey, der Panzer ist noch nicht explodiert genug. Ja, vor allem, ey, dieser Sturmpanzer 2, der ist ja oben offen. Da schneit's ja rein. Also da würde ich nicht gerne mitfahren wollen hier in dieser Witterung. Also ich kann mir vorstellen, dass der Panzer sowieso relativ kalt ist. Ey, wieso fährst du denn in die Stadt damit? Bist du Selbstmörder? Willst du sterben oder? Er wäre gerne ein Jagdpanzer. Ja. Wieso? Ja, aber was? Das. Naja, gut. Ich bin eine Biene. Ja. Damit ist die Biene down. Naja. Ich bin die Gunsworm-Biene. Ja. Ja. Hat auch Panzer. Es läuft ja wieder wie. Wie geschnitten Brot hier. Jetzt hab ich hier T7 Combat Car. Dungeons and Dragons spielen miteinander. Dungeons and Dinos. Was nochmal? Sag das nochmal. Dungeons and Dinos. Nein, der andere, der Philipp. Ja. Dungeons and. Was war jetzt? Mit Dungeons and Dragons? Der Knights of the Old Republic spielen. Phil! Was? Was ist mit Dungeons and Dragons? Das muss ich mal wieder spielen. Warum denn? Ist doch gay. Nein. Komm, sucht euch jetzt mal einen Panzer aus da. Ja, wie bei mir ist es gerade am Raddern, aber es passiert nichts. Dungeons and Dinos. Dungeons and Dragons ist doch nur. Ist doch nur ein einziger Dungeon Crawl. Ah, Verbindung unterbrochen. Ich kann ein Rollenspiel spielen, da kann ich auch irgendwie Tabletop spielen oder so. War das so ein komisches, hier ins Endzeit-Paper wie bei Rocket Beans, ne? Matthias hatten die gespielt. Das ist doch bestimmt lustig. Wir haben jetzt ja letztens mal Call of Cthulhu gespielt, das Pen and Paper. Und das kannst du halt auch so wunderbar anpassen. Das ist überhaupt kein Problem. Komm, Philipp, alles weiter wieder nur auf dich.
Ich habe keinen Stufe 5 Panzer. Dann nimm Stufe 6 oder 4 Panzer. Stell ich mir das an. Ich habe noch einen Dreier. Dann nimm den. Ah, das hört sich gut an. Eigentlich nicht. Ah, ich bin so schwul, ey. Ich bin so dumm, ey. Ich drücke jedes Mal wieder auf nicht bereit, dass man da loslegt. Oh, ich hab bestimmt weggeballert. Die Steppen. Du schießt jetzt drüben den KV-85 einfach weg. Oh, guck mal, ja. Die Franken-Lady und der Franken-Ritter spielen zusammen. Das kann ja nur gut werden. Das ist, glaube ich, nur sein Albtraum. Sind beides Männer oder beides Frauen, je nachdem. Ja. Das ist eine üble Karte, ne? Das ist so ein bisschen so... ägyptisch. Sandig. Ja, hier kommt gleich so Pharaonen-Mumien-Zombies. Walk like a Egyptian. So, ich fahr jetzt einfach mal hier die 3er-2er-Linie hoch. Bis ganz nach oben. Mal gucken, ob es was bringt. Tarzan? Fucking Tarzan, Mann. Das habe ich mir bei Indiana Jones auch gedacht. Alter, schießt du schon wieder da rum, oder was? Jetzt ist es der Anne. Es ist bei euch wie mit Dumm und Dümmer. Ja. Nee. Nicht wirklich. Wow, wow, du Arschloch. Oh, hallo, hier ist ein schwerer Panzer. Hier sind zwei Arschlöcher. Drei. Und er brennt. Jawohl. Du Hurensohn, Mann. Verreck in einer Karre, ey. Wuhu. Ich werde trotzdem noch beschossen. Von den Kleinen. Helft mir doch mal. Der Philipp bleibt der Riesenpanzer da. Wieso helft ihr mir denn nicht? Wo seid ihr denn? Ihr wart doch eben mit mir. Bist du? Ihr wart... Ey, ich räume hier alles auf. Ich räume hier so hart auf und ihr helft mir nicht. Ihr helft mir einfach nicht. Der Wuhu hat mich kaputt gemacht. Ja, Wuhu. Ja, Wuhu. Na gut, dann gehe ich erstmal zurück zur Garage und mache erstmal einen Break.